Eingebettet in die natürliche Schönheit der Florida Keys begrüßt Key West seine Besucher mit klarem Meer, lebendigen Korallenriffen, unendlich blauem Himmel und ganzjährigem Sonnenschein. Key West, an der südlichsten Spitze Floridas gelegen, bildet den Abschluss der rund 290 Kilometer langen Inselkette, bekannt als die Florida Keys. Die Fahrt über den Overseas Highway, auch bekannt als US Route 1, ist eine der landschaftlich reizvollsten Routen der Welt. Die Reise führt über 42 Brücken und über die verschiedenen Inseln der Keys, bis sie in Key West, dem pulsierenden Herzen der Conch Republic, mündet. In diesem Film entführen wir dich zu den faszinierendsten Sehenswürdigkeiten, die Key West zu bieten hat. Wir erkunden den Fort Zachary Taylor Historic State Park mit seinen traumhaft schönen Stränden, besuchen den südlichsten Punkt der kontinentalen USA, erleben die friedvolle Atmosphäre des Key West Butterfly House, schlendern durch das lebhafte Treiben der Duval Street und erleben den unvergesslichen Sonnenuntergang bei der Sunset Celebration am Mallory Square. Und das sind nur einige der Orte, die wir zusammen besuchen werden. Vergiss nicht, das Video zu liken, um kein Abenteuer zu verpassen, abonniere meinen Kanal und teile deine Lieblingsmomente aus Key West in den Kommentaren. Willkommen im Fort Zachary Taylor Historic State Park, dem Ort ganz im Süden von Key West, wo sich der Golf von Mexiko und der Atlantische Ozean treffen. Dieser Park bietet mehr als nur eine beeindruckende Landschaft und einen der schönsten Strände auf den Florida Keys. Er ist ein Stück lebendige Geschichte von Key West, denn hier steht das beeindruckende Fort Taylor. Kaum haben wir den Parkplatz hinter uns gelassen, eröffnet sich ein atemberaubender Blick. Der Ozean, eingerahmt von Pinien und Palmen unter der strahlenden Sonne, schafft eine malerische Kulisse. Wir beobachten vorbeiziehende Boote, während wir die Aussichten genießen und uns auf den Weg zum Strand machen. Und dieser Beach ist traumhaft schön. Im Schatten der Palmen und Pinien bietet sich ein perfekter Blick auf den Ozean. Ein wunderschöner Ort, um etwas Zeit in der Sonne zu verbringen. Am kleinen Kiosk kaufen wir uns ein paar kalte Getränke und Snacks, um dann die Sonne, den Strand und die leichte Brise unter schattenspendenden Pinien und Palmen zu genießen. Hier ist übrigens alles vorhanden, was man für einen Tag am Strand braucht, von Liegestühlen bis zu Sonnenschirmen. Danach gehen wir zum Fort Taylor. Der Besuch des historischen Forts ist wie eine Reise durch die Zeit. Während wir an den mächtigen Kanonen vorbeigehen und durch die alten Gemäuer streifen, bekommen wir einen Eindruck davon, wie das Leben für die Soldaten gewesen sein muss. Von der oberen Plattform des Forts bietet sich uns ein spektakulärer Ausblick. Der Hafen von Key West, wo gerade ein Kreuzfahrtschiff ankert, bietet einen faszinierenden Kontrast zwischen der historischen Bedeutung des Forts und der modernen Welt. Auf unserem Weg zum Southernmost Point, einer Ikone Key West, ziehen die farbenfrohen Häuser der Insel unsere Blicke auf sich. Ein wahrer Augenschmaus in der Conch Republic. Bald erreichen wir das Ziel, den südlichsten Punkt der kontinentalen USA. Markiert durch eine bunt bemalte Boje, die mehr als nur ein Fotomotiv ist. Dieser Punkt, obwohl geografisch nicht ganz korrekt, symbolisiert die Nähe zu Kuba, das nur 90 Meilen entfernt ist, und steht für die einzigartige Inselatmosphäre und das lebendige Straßenbild Key Wests. Besucher aus aller Welt reihen sich für ein Erinnerungsfoto an, umgeben von Palmen und dem weiten Atlantischen Ozean. Ein stolzer Key West-Hahn beobachtet das bunte Treiben mit der Würde eines pensionierten Hahnenkampf-Champions. Denn früher waren Hahnenkämpfe ein Teil der Inselkultur. Heute tragen die überall in Key West frei herumlaufenden Hähne, Hühner und der Nachwuchs stattdessen zu dem einzigartigen Charme von Key West bei. Oh,
Oye, cubano, enséñame tus movimientos. Vom Southernmost Point aus führt uns unsere Entdeckungsreise vorbei an den farbenprächtigen Bars und Häusern der Kunk Republic. Unter ihnen das J. Wining Harris House, Zeuge einer Gründungsfamilie von Key West, die das kulturelle Erbe dieser Insel prägen. Unser Weg kreuzt das Eduardo Gato House, dessen Besitzer einst die berühmte kubanische Zigarrenindustrie hierher brachte. Bald erreichen wir den Duval Street Pocket Park, eine Oase der Ruhe, die mit ihrem tropischen Grün und den heimischen Hühnern den einzigartigen Charme von Key West einfängt. Ein perfekter Zwischenstopp, um die Seele etwas baumeln zu lassen. Unser Ziel, der Southernmost Beach mit dem gleichnamigen Café, entpuppt sich als malerisches Paradies. Hier am Café mit Blick auf den schimmernden Strand und den weiten Ozean finden wir alles, was das Herz begehrt. Sonne, Sand und Meer. Besucher genießen den Augenblick in kleinen und großen Strandstühlen und Liegen, während der Emma Carrero Gates Pier mit seiner schönen Aussicht lockt. Die hier lebenden Hühner und Hähne, die natürlich frei herumlaufen, machen den Ort noch idyllischer. Eine Key West Chicken Family hat es sich hier am Southernmost Beach in ihrem kleinen Strandanwesen mit Haus gemütlich gemacht. Was zeigt, dass in Key West sogar die Hühner das entspannte Inselleben in vollen Zügen genießen. Im Herzen von Key West, am Beginn der Duval Street, öffnet das Butterfly House seine Pforten für ein zauberhaftes Erlebnis. Schon der Eingangsbereich, geschmückt mit bunten Souvenirs und Kunstwerken, die die Schönheit der Schmetterlinge einfangen, heißt uns willkommen in dieser bunten Welt. Nach dem Ticketkauf führt uns der Weg durch einen Informationsbereich, wo ein kurzer Film uns auf das bevorstehende Wunder vorbereitet. Dann treten wir durch eine Schleuse ein, direkt in das tropische Herz des Butterfly-Hauses. Umgeben von hunderten wunderschönen Schmetterlingen und vielen farbenprächtigen Vögeln gehen wir fasziniert durch dieses kleine Paradies. Jeder Winkel ist erfüllt von der Anmut flatternder Schmetterlingsflügel, der Gesellschaft bunter Vögel und dem Duft exotischer Pflanzen. Ein besonderes Highlight sind Red und Scarlet, zwei karibische Flamingos, die nach ihrer Rettung aus einer Zuchtanlage in Kanada hier ein neues Zuhause gefunden haben. Sie beobachten meist neugierig das Geschehen um sich herum und genießen gelegentliche Regenschauer in ihrem kleinen Tropenparadies. Das Key West Butterfly House ist nicht nur ein Beweis für die Schönheit der Natur, sondern auch ein Ort des Lernens und Staunens. Es ist ein Muss für jeden Besucher hier. Einen Abstecher zum Key West Lighthouse zu machen, ist immer eine gute Idee. Denn hier wird eine grandiose Aussicht geboten. Der Leuchtturm stammt aus dem Jahr 1847 und liegt in der Nähe des bekannten Hemingway-Hauses. Auf die Aussichtsplattform geht es über eine Wendeltreppe mit 88 Stufen. Das neben dem Leuchtturm liegende Museum bietet faszinierende Einblicke in die reiche Geschichte von Key West und die Geschichten der Leuchtturmwärter, die über die Jahre hinweg diesen Seefahrtsweg gesichert haben. Das Ernest Hemingway House, ein Muss für Literaturbegeisterte, steht in der Whitehead Street, mitten in der historischen Altstadt von Key West. Dieses markant weiß getünchte Gebäude mit seinen grünen Fensterläden war von 1931 bis 1939 der Wohnsitz Ernest Hemingways, einer der bedeutendsten Autoren Amerikas. Und das Anwesen ist nicht nur wegen seines berühmten Bewohners bekannt, sondern auch für die mehr als 50 Katzen mit teilweise 6 Zehen, die hier leben und direkte Nachkommen der Katzen sind, die Hemingway einst besaß. Das Hemingway House ist heute ein Museum, das die Lebens- und Arbeitsweise Hemingways ehrt. Besucher können durch die Zimmer und Gärten streifen, in denen der Schriftsteller lebte und arbeitete.
sich die originalen Möbelstücke, persönliche Gegenstände und eine umfangreiche Sammlung von Fotografien ansehen, die tiefe Einblicke in sein Leben und seine Zeit in Key West gewähren. Down in Key West, where the sun shines bright, live life in the day, a party all night, chilling in the country public, feeling so free, where the sounds of rock and reggae collide with the sea, the ocean breeze carrying the melodies high, guitar strong, rhythm pounding, no need to ask why, we dance to the rhythm of the island beats in this tropical. Die Duval Street ist das pulsierende Herz von Key West und erstreckt sich über eine Länge von etwa knapp 2 Kilometer durch die Old Town. Sie beginnt am Nordende der Insel in der Nähe des Mallory Square und führt geradewegs nach Süden bis fast zum Southernmost Point. Eingebettet in das historische Viertel Old Town mit seinen bunt bemalten Häusern und verwinkelten Gassen bildet die Duval Street den Mittelpunkt des Insellebens. Tagsüber stöbern Besucher in Souvenirläden nach Erinnerungsstücken, erkunden Galerien, die Werke lokaler Künstler ausstellen und genießen die kulinarischen Köstlichkeiten in den zahlreichen Cafés und Restaurants. Die Duval Street lädt ein zu einem Spaziergang entlang der charmanten historischen Gebäude bis hin zu liebevoll restaurierten Häusern. In den Bars kann übrigens bei einem Besuch ein Dollarschein mit dem Namen oder etwas anderem darauf angepinnt werden, wie es hier Tradition ist. Zehntausende Dollarscheine sind hier zu finden. Wenn die Sonne am Horizont untergeht, erwacht die Duval Street zu lebhaftem Treiben. Die Bars und Clubs öffnen ihre Pforten und die Straße füllt sich mit Menschen, die hier das berühmte Key West Nachtleben erleben möchten. Sloppy Joe's Bar ist auf Key West die bekannteste und älteste Bar. Ernest Hemingway sah hier gerne tiefer ins Glas. Allerdings war die Bar damals noch nicht hier, sondern in einer anderen Straße. Das ausgefallene Ambiente hier sorgt für viel Fun. Hier ist unser Abend bei guter Musik, bester Gesellschaft und zu vielen Getränken, die es hier in beachtlicher Auswahl gibt, viel zu schnell verflogen. Oder wie wäre es mit einem Besuch der kleinsten Bar der Welt auf der Duval Street? Sie ist gerade einmal 6,7 Quadratmeter groß. An der Ecke von Whitehead und Fleming Street erwartet uns ein Stück amerikanischer Straßenlegende. Das Milemarker Zero Schild. Dieses unscheinbare Schild markiert einen bedeutenden Punkt. Das Ende und den Anfang zugleich. Hier am südlichsten Zipfel der kontinentalen USA endet die US Route 1, die sich über 2370 Meilen bis an die kanadische Grenze in Maine erstreckt. Ein symbolträchtiger Ort, der zugleich das Ende der Route 1 durch 14 US-Bundesstaaten symbolisiert und als Ausgangspunkt für all jene dient, die sich auf das Abenteuer entlang der gesamten Strecke der Route 1 begeben möchten. Übrigens fährt hier natürlich auch der Hop-On-Hop-Off-Trolley und der Kong-Train vorbei. Ein Highlight auf Key West ist die Sunset Celebration auf dem Mallory Square. Die weltberühmte Sonnenuntergangsfeier, die jeden Abend stattfindet und unvergessliche Stunden beschert.
Hier geht die Sonne nicht gewöhnlich unter, sondern der wunderschöne Sonnenuntergang wird jeden Abend durch zahlreiche Street-Performer regelrecht zelebriert. Und wenn ihr die Legende hier sehen wollt, dann schaut die Show von Dominique und seinen fliegenden Hauskatzen, der Key West-Legende Catman, an. Und einen Tipp, also Trinkgeld geben, nicht vergessen, denn davon leben die Performer und ein paar Katzen. Das Highlight ist aber definitiv das Sunset Watching, wie es hier heißt. Der Tag wird gemeinsam verabschiedet und wenn die Sonne dann untergeht, wird applaudiert und gefeiert. Ganz normal hier in Florida. Denn in Florida gibt es einfach die schönsten Sonnenuntergänge, garantiert. Wer möchte, kann sich auch einen Platz auf einem der zahlreichen Boote reservieren und den Sonnenuntergang hier genießen. Die besten Bootstouren und günstigsten Rabatttickets findest du auf meinem Blog. Der Link ist in der Videobeschreibung. Übrigens, See You at Sunset hat eine besondere Bedeutung in Key West. Es ist eine Einladung, bei der Sunset Celebration Party auf dem Mallory Square dabei zu sein. Jeden Abend wird hier zusammen mit Freunden aus aller Welt gefeiert, um das Ende des Tages hier im Paradies gebührend zu verabschieden. Laut Legende war es niemand Geringeres als Tennessee Williams, der berühmte amerikanische Schriftsteller, der das Ritual des Applaudierens bei Sonnenuntergang im frühen 18. Jahrhundert gegründet hat. Natürlich mit einem Gin Tonic fest in der Hand. Nach dem Sunset Watching lässt sich sehr gut in dem gleich daneben liegenden Hafen flanieren und den ein oder anderen Drink genießen. Hier liegen oft traumhaft schöne Yachten und das Flair ist angenehm. Im Yachthafen bieten sich tagsüber Schnorchelausflüge, Segelturns oder Fahrten mit einem Glasbodenboot an. Key West ist ein Reiseziel mit unzähligen Möglichkeiten. Für günstige Discount-Tickets und die besten Angebote besuche meinen Blog florida-guide.de, wo du nicht nur mehr Informationen, Sehenswürdigkeiten und Reisetipps bekommst, sondern auch immer aktuelle Schnäppchen für die Tickets. Raise your drinks to the country public. Im Key West Historic Memorial Sculpture Garden, der ein Gedenkpark ist, können Denkmäler mit Büsten und historischen Tafeln bestaunt werden. Die sehr lebensechten Bronzebüsten stellen Männer und Frauen dar, die in Key West bedeutend waren. Der Garten, der die einflussreichsten Inselbewohner wie Ernest Hemingway würdigt, ist vor dem Waterfront Playhouse zu finden, neben dem Mallory Square. Parken ist in Key West in der Old Town fast nicht möglich in der Hochsaison. Deshalb stellen die meisten Besucher ihr Auto an einem Parkplatz etwas außerhalb ab und bewegen sich dann mit dem Fahrrad, Roller oder dem Hop-on-Hop-off-Bus fort. In Key West gibt es zahlreiche Verleihstellen für Fahrräder und Roller. Auf meinem Blog www.florida-guide.de findest du die günstigsten Tickets für den Hop-on-Hop-off-Bus und den Kong Train. Dort gibt es außerdem viele weitere Tipps, Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und Must-Dos, die du in Key West nicht verpassen solltest. Für die besten Sehenswürdigkeiten auf deinem Weg über den 290 Kilometer langen Overseas Highway nach Key West schau dir auch meinen Film über die Top-Sehenswürdigkeiten auf den Florida Keys an. Den Film findest du auf meinem YouTube-Kanal und den Link in der Videobeschreibung. Und das waren sie, meine Top-Sehenswürdigkeiten im wunderschönen Key West. Diese Orte bieten nur einen kleinen Einblick in die unvergleichliche Schönheit und Vielfalt in diesem idyllischen Paradies. Möchtest du mehr Insider-Tipps, Informationen zu spannenden Aktivitäten oder Empfehlungen zu den besten Stränden und versteckten Juwelen? Dann schau auf meinem Blog florida-guide.de vorbei. Wenn dir dieses Video geholfen hat oder dir einfach gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Abenteuer zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine unvergessliche Zeit in Key West. Bis zum nächsten Video, euer Alex. The flames burning bright.